Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von B-Mix, der Talkshow zum Hauptstadtgefühl hier im Club der polnischen Versager. Schönen guten Abend. Das jüdische Leben in Berlin ist so alt wie die Stadt selbst. Das geht zurück auf das 12. Jahrhundert. Damals hieß Berlin noch nicht Berlin, sondern Köln. Das gefällt mir ganz besonders gut. Und damals gab es schon ganz viele jüdische Händler in der Mark Brandenburg. Daran hat sich dann im Laufe der Geschichte einiges geändert. Nicht nur durch die düstere Nazi-Zeit hier, auch in der damaligen dann sogenannten Reichshauptstadt Berlin. Inzwischen pulsiert es wieder, das jüdische Leben in Berlin. Es gibt jede Menge jüdische Berliner, Israelis, die nach Berlin gekommen sind, was auch dort in Israel nicht unbedingt nur wohlwollend aufgenommen wird. Und dieses jüdische Leben wollen wir heute porträtieren, hinterfragen und mit Vertreterinnen und Vertretern dieses jüdischen Lebens sprechen. Und wir freuen uns, dass so viele gekommen sind. Wir haben eine Band da, Maxim Warschawski und sein Duo sind heute hierher. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir haben zu Gast die Redakteurin und Bloggerin Emina Benalia. Schön, dass du da bist. Den Stadtführer Asaf Leshem, schön, dass du da bist. Unseren Dauerstamm-VIP-Gast Reinhold Steinle, seines Zeichens Nachlassverwalter des Amtsgerichtes Charlottenburg und Touristenführer in Neukölln. Herzlich willkommen, Reinhold Steinle. Die Künstlerin Dorit Biala, schön, dass du da bist, Dorit. Die Philosophin Carina Kraft, hallo, dass du da bist, schön, da bist, Carina. Und ja, da verhaspel ich mich gleich zu Beginn. Und den Publizisten, Historiker und Journalisten Alexander Haskal. Schön, dass du da bist, Alexander. Los geht's gleich mit dir, Alexander. Gut, dass du nicht nur Journalist, sondern auch noch Historiker und Publizist bist. Dann kannst du mir gleich dabei helfen bei meiner Frage, die ich schon hatte, als wir die Anmoderation oder ich mir die Anmoderation überlegt habe. Wie viel Jüdisch darf ich überhaupt aufnehmen, ohne nicht gleich wieder in die deutschen Falle zu geraten? Also darf ich schreiben, wir werden alle jüdisch bei BMX. Darf man überhaupt schreiben, das Jüdische, die jüdische Gemeinde? Das geht auch wieder nicht, das wäre zu religiös. Ist, wenn ich vom jüdischen Leben in Berlin schreibe, ist das dann religiös, kulturell so oder historisch so aufgeladen, dass es vielleicht schon von der einen oder anderen Seite falsch verstanden werden soll? Oder ist auch das totaler Quatsch, weil in dem Jüdisch sozusagen immer in Anführungsstrichen setze, grenze ich es ja auch wieder aus. Hilf mir. Ja, ich versuch's. Ob ich es kann, ist eine andere Frage. Wenn wir uns fragen, ja, jüdisch ist Berlin. Also erstmal die Frage ist ja, wie jüdisch ist Berlin? Kann man sagen, ja, wie französisch, wie philosophisch oder wie sonst was? Ja, wir sind in Berlin, es gibt eine jüdische Geschichte, dieses Judentum ist plural, es fängt historisch an, es ist religiös, es ist kulturell, es sind Menschen, die sich in ihrer Form eine jüdische Identität haben. Und klar, die jüdische Identität ist natürlich etwas anderes, als wir in ganz anderen, oder als das, was man in Deutschland zum Beispiel unter Religion versteht. Viele Menschen hier verstehen sich jüdisch im Hinblick auf religiöse Identität, andere sehen das kulturell, andere wieder eher, wie zum Beispiel das in der Sowjetunion war, eher so als Nation. Andere haben ihren Bezug, einen starken Bezug zu Israel, andere weniger. Das heißt, das Jüdischsein, das ist nicht etwas, das man klar in die Schublade stecken kann. Und ich sehe aber darin genau auch die Herausforderung zu verstehen, was es eigentlich bedeutet. Passt ja dann auch wieder in gewisser Weise zu dieser sehr vielfältigen und heterogenen Metropole Berlin. Es ist kein Zufall, dass natürlich sehr viele Menschen, gerade zum Beispiel aus Israel, viele Menschen hierher kommen, weil genau diese Diversität, die wir hier in Berlin haben, natürlich auch interessant sind. Diese Möglichkeit, in ganz unterschiedlichen Menschen zusammenzukommen, eine Stadt zu haben, in der viele Menschen einwandern, eine Stadt zu haben, aber auch die diese Geschichte hat. Und es ist, wenn wir von jüdischem Leben in Berlin sprechen, müssen wir oder dürfen wir auch nicht anfangen, das als etwas völlig Ahistorisches zu sehen, so zu tun, dass das, was verloren ging, irgendwie jetzt wieder mal da ist oder von einem einfachen Wiederaufblühen des jüdischen Lebens zu sprechen. Nichtsdestotrotz, genau das Dynamische in Berlin ist, dass viele Menschen ja auch reizt, hier nach Berlin zu kommen und verschiedene Formen einer jüdischen Identität auszuleben. Du hast es gerade gesagt, sehr viele junge Israelis kommen nach Berlin, einige haben wir auch hier und werden sie gleich noch befragen, Dorit und Asaf sind zwei davon. Das wird ja in Israel in der Presse zumindest, wie ich recherchiert habe, Jerusalem Post gelesen, nicht nur positiv verfolgt, sondern die Frage wird immer gestellt, wie könnt ihr ausgerechnet in das Land eurer Großeltern, wo sie vertrieben, verfolgt, vergast wurden, zurückkehren als Enkel? Also das wird nicht nur positiv gesehen in Israel. Also ich würde nicht fragen, ob das jetzt positiv oder negativ gesehen wird. Es hängt natürlich davon ab, also wie man vielleicht hört, ich bin ja ursprünglich aus der Schweiz und es war ganz interessant, dass ich vor ein paar Jahren nach Israel gegangen bin, war das eigentlich eher, wenn man so Schweizer gesagt hat, das war dann so cool und so, als wenn man sagt, man lebt in Deutschland, sind die Leute eher skeptisch. Und wenn man jetzt sagt,
man ist in der Schweiz und denkt, na okay, so ein langweiliger Typ, dem irgendwie eine Bank gehört. Aber währenddessen, oder Steuermillionen. Oder so, währenddessen, wenn man natürlich sagt, auf Berlin ist sofort, ah ja, cool, ich will auch mal nach Berlin oder ich kenne jemanden, der in Berlin ist und so weiter und so fort. Andererseits ist es natürlich auch so, diese Geschichte ist da, für viele Menschen ist das schmerzlich, für viele Menschen fragen sich natürlich, ja, du kommst nach Berlin, aber irgendwie meine Großeltern waren geflüchtet oder ich selbst musste daraus flüchten, ich musste erleben, wie auch nach dem Krieg natürlich nicht immer wirklich eine Auseinandersetzung damit stattfindet und die Angst haben, dass dieser Berlin-Boom, der existiert, natürlich dahingehend führt, dass man die Geschichte irgendwie ignoriert oder nicht versteht. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das Interesse auch an diese Auseinandersetzung zu finden, ist stark. Also auch in Israel, wobei jetzt meine Kollegen aus Israel da sicher viel mehr sagen können, wie sie es erleben. Du selber lebst in Neukölln. Da sagen ja auch viele, oh Gottes Willen, Neukölln als Jude, das geht doch gar nicht. Wenn man da mit Davidstern oder Kippa rumrennt, dann muss man um sein Leben fürchten. Wie ist dein Alltag? Ja, also es sind zwei Dinge. Also würde ich jetzt in der sächsischen Schweiz wohnen, wäre das jetzt auch nicht so einfach. Also ich glaube, es gibt viele Orte in Deutschland, in denen man als Jude oder mit einer dunklen Hautfarbe oder als anderes auch bedroht ist. Und natürlich ist es für mich unangenehm. Also ich bin ein säkular lebender Mensch, ich habe keine Kippa, man sieht mir das in dem Sinn nicht an. Aber klar, wenn ich Besuch habe, dass ich Menschen sagen muss, passt auf, steckt eure Kippa lieber nicht, nehmt eine andere Mütze, das ist natürlich unangenehm, das ist auch sehr schmerzhaft. Aber eben, erstes Mal ist zu sagen, das ist ein grundsätzliches Problem in Deutschland, ich finde es falsch, das auf Neukölln zu beziehen. Und ich persönlich bin jetzt auch kein Mensch, der jetzt sagt, okay, nur deswegen, ich lasse mir das verbieten, ich lasse mir jetzt Neukölln verbieten von Menschen, die ein Problem damit haben. Du bist ja auch freiwillig nach Neukölln gezogen, denke ich mal, ne? Ja, also, ja, das war... Wurdest du irgendwie... Ja. Nee, das war noch eine Zeit, wo die Mieten bezahlbar waren. Also keine politische oder religiöse, sondern eine mietpolitische, ökonomische, nein. Carina, eine ökonomische Entscheidung, ja? Nein, nein, ernsthaft. Nein, ich fand Neukölln, also klar, also ich habe vorhin in Kreuzberg gewohnt, habe dann eine schöne Wohnung in Neukölln gefunden. Ich finde Neukölln auch schön. Ich finde das ja auch lustig, gerade so, wenn ich mit Israelis spreche, wie sie Neukölln sehen. Für das ist ja sehr orientalisch eigentlich. Ja, das ist eben, das kann passieren, dass wenn man jemand sagt, ey, super, kommst du mit ans Paul-Linke-Ufer da zum Markt? Die sagen, ja, aber da kann ich auch nach Jaffa gehen, da habe ich dasselbe. Also klar, Neukölln ist ein Bezirk, der sich extrem verändert, der oft, denke ich, auch mit all den Problemen wie Mietsteigerungen und in dem ich natürlich sehr gern lebe und ja, wo ich auch aktiv bin. Ja, jetzt müssen wir nur eins ansprechen, die jüdische Gemeinde, da bist du, beziehungsweise da bist du nicht aktiv, wenn ich das richtig sehe, Mitglied, aber nicht aktiv. Da gab es in letzter Zeit ja wieder so ein paar nicht so schöne Dinge, von Prügeleien wahrzulesen, im Repräsentantenhaus hin und her. Schon seit Jahren wird bemängelt, dass es keinen vernünftigen Wirtschaftsplan gibt innerhalb der Communities, wird immer wieder auf die jüdische Gemeinde geguckt. Willst du dazu überhaupt was sagen oder ist das ein Tabu? Nein, es ist kein Tabu, es gibt auch vieles zu sagen. Ich glaube, es ist natürlich etwas extrem Komplexes und es ist jetzt auch nicht jetzt die Aufgabe, also ich habe durchaus meine Meinung über verschiedene Dinge, aber das ist gar nicht der Punkt. Was mir wichtig ist, dass man versteht, erstens, wir haben hier eine Gemeinde, die natürlich vor Anfangs der 90er Jahre sehr klein war. Wir haben in Deutschland ein jüdisches Leben, wo 90% der Menschen schnell in diese Gemeinden rein sind. Die Gemeinden, die sehr klein waren, die natürlich auch oftmals von Menschen gegründet wurden, die Holocaust-Überlebende waren und die in wenigen Jahrzehnten extreme Veränderungen hatten, die mit Strukturen, die oft nicht immer damit in der Lage waren, die aufzufangen. Und dass das natürlich auch Schwierigkeiten bringt, dass gerade so kleinere Gemeinden oder Gemeinschaften, und zwar es gibt ungefähr 12.000 Mitglieder in der jüdischen Gemeinde in Berlin, also durch die ganze Stadt verteilt, dass man an so einem Ort natürlich auch Konflikte sehr schnell auch eskalieren können, ist klar. Und ich glaube, es ist wichtig auch, und ich hoffe, dass es auch stattfindet, dass Möglichkeiten gefunden werden, jetzt nicht mit einer Polarisierung, sondern mit einem gegenseitigen Dialog diese Probleme zu lösen. Wunderbar. Und jetzt kriege ich ein Zeichen von unserer Redakteurin Anna, die schon so macht. Das heißt, ich muss sofort aufhören, mit dir zu sprechen, weil ansonsten kriege ich eins auf die Mütze. Vielen Dank, Alexander Hasker. Wir sprechen gleich noch weiter mit dir und den anderen. Wir hören jetzt aber erstmal Musik von Maxim Warschawski und seinem Duo. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Maxim, du bist heute noch aus Köln angereist.
Wieder nach Berlin. Seit wann lebst du in Berlin? Ich bin seit 97, bin ich aus Ukraine gekommen. Mit meinen Eltern, also ich war damals 14, habe ich dann in Köln Jazz studiert. Ja, und habe 7 Jahre in Köln gewohnt und immer hin und her. In Berlin, Köln und ja, überall. Das heißt, die Vielfalt ist sozusagen dir schon in die Geschichte eingeschrieben, ne? Genau, ja. Wie jüdisch würdest du dich selber bezeichnen? Ist das eine wichtige Rolle für dich oder ist das ein Merkmal von vielen, so wie ich Linkshänder und Brillenträger bin? Nee, eigentlich, ich bin in Ukraine, bin ich eigentlich in eine jüdische Schule gegangen. Also ich habe Hebräisch gelernt und Tradition. Und hier musste ich mich integrieren sozusagen. Und ich war halt in einer deutschen Schule hier natürlich. Und ja, in Osten, in Brandenburg. Also noch und ist für mich schon wichtig. Aber ich habe, wie gesagt, in erster Linie Musiker. Genau. Alles klar. Maxim, vielen Dank. Wir hören dich jetzt zusammen mit dem Duo. Was hören wir? Ist das ein Song, der schon berühmt ist oder noch berühmt werden wird, jetzt durch B-Mix? Ja, wir spielen einen Song, haben wir jetzt extra für diesen Anlass vorbereitet. Das heißt Adon Olam, so ein jüdischer Song. Also es ist eigentlich ein Gebet. Und ich wurde in den 70ern dann von einem Uzi Hitman sozusagen, ein israelischer Komponist hat das geschrieben und es ist populär geworden in diesem, sozusagen diese Melodie als dieses Gebet zu spielen und zu singen. Maxim Warschawski und Band.
Maxim Warszawski und seine Band. Danke, Maxim. Wir werden noch mehr von dir hören. Die nächste Künstlerin, die ich begrüße, Dorit Biala. Aufmerksam auf sie bin ich geworden, gestehe ich, durch ihre Kunstwerke, die ich gesehen habe im Jugendmuseum Schöneberg. Und vielleicht kann ja eine Kamera mal herkommen. Viel bekommen ruhig herum. Ich glaube, dann sieht man es besser mit der Kamera. Zeigen wir mal einfach die Prenzlauer Bergprinzessin. Genau. Dirty Dancing auch. Aber das, also ich habe die Prenzlauer Bergprinzessin zuerst gesehen. Ja, die Ostbraut, sagt der Schwabe aus Neukölln. Ich will aber die Prenzlauer Bergprinzessin zeigen. So, dann kann wieder alle dazwischen quatschen. Also, guck mal, siehst du das, Philipp, hier? Super, Prenzlauer Bergprinzessin, so Playmobil-Figuren. Hier unten sieht man sie und dann wird das genau beschrieben. Die Prenzlauer Berg-Mam, die als Ultraschallbild, Style Healthy Age 34, Kids 2,5, Job Extended Pregnancy Vacation, Favorite Activity Shopping in Biostores, Walking on Street with Baby Carriage und so weiter und so weiter. Contains Princess Bioladen sein, Bioladen, ne? Bioladen sein oder Bioladen sein? Dorit. Bio Children in Horseback Riding Class, Bio Shopping Cart, Ultrasound Picks, Brush Necklace. Und bevor ich jetzt von allen meinen Freunden aus Prenzlauer Berg ganz auf die Mütze kriege, wir haben Reinhold Steine da, der ist Schwabe, das ist okay, ich darf das. Herzlich willkommen, Dorit Biala. Hallo. Toll. Und genau, nee, das Mikro, ich gebe Dorit, dann könnt ihr euch einschalten, Reinhold. Das ist sehr, sehr gentleman. Ja. Ich würde gerne ein Wort noch vorlesen, was bei mir drin ist. Spreewaldgurken. Das war mir irgendwie wichtig. Das finde ich so toll. Dirty Dancing, Prenzlauer Bergprinzessin. Es gibt ja alle möglichen Styles. Du hast nicht hier auf dem Prenzlauer Berg eingeschossen, sondern sowohl die jüdisches Leben als auch Videoüberwachung. Alle möglichen Sachen hast du in diesem... Ist ja nur eins von deinen Kunstwerken, aber wie bist du auf diese Idee gekommen? Ich liebe Informationen und ich liebe Spielzeug. Dann ich halt einfach entschieden, diese zusammenbringen. Ich habe das kleine Fetisch, diese Playmobil-Sachen-Sammlung. Und ja, am Ende ich hat gedacht, was kann ich tun mit die? Und dann ich hat gedacht, er sieht aus wie ein Kreuzberger Anarchist. Vielleicht er kann eine Packung sein und... Und danach, Leute hat gesehen, sagt, was mit diesem Charakter und diese und ich mache viele und neue und das macht viel Spaß. Das Schöne ist in deiner Kunst, es ist sozusagen, du greifst Klischees auf, sind ja alle drin, die Neukölln-Klischees, die Prenzlauer Berg-Klischees, aber es ist liebevoll. Es ist nicht von oben herab, was viel passiert, oder, sondern es ist eine liebevolle Art, auch eine ironische Art, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, es ist, ich lache über alles, auch über mich. Und ja, ich glaube, wir machen das immer. Wir kommen zu einem neuen Platz und wir machen Leute in diese Kategorien und alles. Und es ist natural. Und ich glaube, es ist ein Weg, mit diesen Sachen, diese Klischees handeln. Denn Leute können sehen und sagen, okay, ich denke vielleicht auch wie das. Und ja, es ist lustig, aber es ist auch echte Themas. Und ja, es ist, ich glaube, es ist ein gutes Weg, mit Leuten sprechen. Anfangen mit einem Lach und danach ein bisschen denken. Sehr schön, anfangs etwas lachen und dann ein bisschen denken. Muss ich mir merken bei meiner Moderation, Dorit, hab von dir schon gelernt. Wie arbeitest du? Das ist immer eine spannende Frage an Künstler, der berühmte Schlüssellochblick. Vincent van Gogh soll immer erstmal nur nachts mit vier Absinth und Unmengen Kaffee gearbeitet haben. Ich nehme an, du setzt dich irgendwo in Szenecafés, guckst fünf Tage lang die Leute an und fängst dann an zu basteln. Oder wie arbeitest du? Es ist, ich glaube, die Berliners ist nur ein Teil von vielen Sachen, was ich mache. Meine richtige Arbeit ist Grafikdesignerin. Das ist, ich habe das studiert. Und ich habe viel Glück. Ich bin ein Selbstständiger, denn ich kann meine Zeit einfach arrangen. Ja, du gehörst zu diesen New Berliners, ne? Yeah. Den Hipsters eigentlich. Du bist selber, hast du auch irgendwo jetzt hier auch einen Hipster? Ist das autobiografisch, Hipster? Bist du? Es ist nicht, ich bin zu alt, ein Hipster sein, aber es... Ach, Scheiße, wie alt darf man denn mit 1994? Es ist, weißt du was, ich hatte ein paar 40 Jahre alt Hipsters gesehen, dann vielleicht, es kann sein, dann, ja. Nicht zu spät für mich auch. Ja, für mich sowieso alles zu spät, für dich natürlich nicht, höchstens 24,5. Du bist aus Israel nach Berlin gekommen, wann war das?
Es war vor schon fast 4 Jahren. Ja, im September wurde das 4 Jahren sein. Wie war das für dich? Du arbeitest viel mit Klischees. Hattest du auch Klischees von Berlin, von Deutschland im Kopf selber? Ja, ich muss sagen, ich hatte nach Berlin gekommen mit nicht so viel Klischees im Kopf. Ich hatte einfach gemocht, zu einem neuen Platz kommen, ein bisschen etwas anderes sehen, weil Israel ist ein bisschen klein. Ich möchte meine Perspektive ein bisschen größer machen. Und diese Klischees und Identity-Themas hatte ich nur hier angefangen. Wenn ich ein Ausländer war, wenn ich zum Ausländerbehörde gegangen und es war etwas neu für mich. Und dann ich hatte mit meinem Selbst Identity angefangen zu arbeiten. Und ich mache das auch mit anderes. Ich habe hier zum Beispiel eine Arbeit, was ich habe gemacht. Es heißt, wir können zurückkommen. Es ist einfach die ganzen Fragen, was die Deutsche hat mir gefragt, wie hast du hier gekommen, was denkst du? Denn ich hatte alles auf eine Arbeit geschrieben. Es ist einfach eine Infographic-Arbeit. Es ist normalerweise Meter auf Meter, riesig. Es ist einfach ein kleines Beispiel. Aber das Ganze bewusst mit dieser altdeutschen Schrift? Ja, die altdeutsche Schrift, es ist auch emotional für uns. Wir sehen das, es sagt etwas, aber es ist nicht, es spricht auf israelischer Leben. Und ich habe das benutzt. Ich mache immer diese Mischungen zwischen zwei Sachen. Hat unsere Redakteurin Anna das weggenommen. Dabei wollte ich gucken, wie viele dumme Fragen ich es dir stellen wollte, schon da draufstehen, weil du sagst ja, das sind alles die Fragen, die dir Deutsche gestellt haben. Was ist denn so eine immer wiederkehrende Frage gewesen, die du selber bekommen hast? Was denkst du über den, oh Gott, das ist klein, über den, dass Israel eine Besatzungsmacht hat? Warum was ist denkst du über die Palästinenser? Was denkst kannst du in Deutschland leben, nach dem, was hier passiert, ist auch so eine klassische Frage. Ja, es ist alles klassische Fragen. Und was passiert am Ende? Dass ich bin nicht mehr Dorit, ich bin ein Botschafter oder etwas. Und ich sage, hallo, ich bin eine Person. Ich habe nicht International Studies studiert. Ich habe mein Gedenke, aber erstmal, man muss Hallo sagen und ein bisschen sprechen vor diese Fragen. Reinhold, dann Asaf, du wirst auch gleich was dazu sagen. Ne? Nur eine ganz kurze Frage als Stadtführer. Regnet es dort weniger in Israel wie hier in Berlin? Das würde mich total interessieren. Nein, nicht wirklich. Gut, dann brauche ich da nicht hin. Ja. Nee, also ich denke, wie Dorit, also wir arbeiten nicht in die israelische Botschaft und ich habe keinen Job in die Botschaft dann, ich bin nur eine Person. Also wenn Berlin ist attraktiv für alle, also und ich bin nur, okay, ich habe einen Israeli-Pass, aber es ist nur eine Chance. Geschichte kommen wir gleich, dann müssen wir da für alle Zuschauer da dranbleiben, es lohnt sich, der hat so eine spannende Geschichte, der Mann Asaf Leshem, da kommen wir gleich noch zu. Aber dieses Botschafter sein müssen scheint zu nerven. Du sagst, deine eigene Identität. Hat es dir denn geholfen, jetzt hier in Deutschland zu sein, um Identitätsfindung, ist immer so eine Sache. Es ist weder was Deutsches noch Jüdisches, sondern das haben wir alle. Würdest du sagen, weil du sagst, so Identity hast du dir selber jetzt so gesucht, bist du fertig mit deiner Identität oder bleibt die wie Berlin eine große Baustelle? Das weiß ich nicht. Fertig ist eine interessante Frage, weil die Weg, was ich hier gemacht habe, ich würde in Israel nicht machen. Dann es ist einfach anderes. Ja. Fühlst du dich inzwischen in Berlin zu Hause? Oder ist das noch zu viel gesagt, zu Hause? Ich immer sagen, wenn Leute sagen, oh, möchtest du nach Spanien fliegen? Oder ich sage, ich bin schon in ein anderes Land. Ich bin in einem Urlaub, ich muss keinen anderen Urlaub machen. Dann es ist, ja, aber ich fühle mich zu Hause momentan, glaube ich. Ja, und ich möchte sagen, dass ich habe kein Problem mit den Sachen, dass Leute fragen und so, aber es ist einfach, wenn ich bin nur ein Poster, ein Israeli-Poster. Gibt es denn irgendeine Frage, die dir fehlt, wo du sagst, die würde ich gerne mal gefragt werden? Ich weiß nicht. Okay, wir gucken nochmal im Laufe der Sendung, vielleicht fällt sie dir ein, dann stelle ich sie dir, aber da musst du mir vorher sagen. Dure Biala, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Welche Kamera? Ach, Tillmann, genau. Wir haben heute einen Tisch voller spannender Geschichten. Das ist eh das Schönste, was man haben kann als Moderator. Weiter geht es mit einer
ebenso spannenden Geschichte, die von Emina Benalia handelt. Sie lebt und arbeitet heute in Berlin als Redakteurin, als Bloggerin, Autorin, Mediencoach, Schauspielerin. Auch da könnte ich jetzt noch weiter anmoderieren und die Sendung würde nicht fertig werden. Ist ursprünglich in Usbekistan geboren, dort als Tochter eines algerisch-muslimischen Vaters und einer ukrainisch-jüdischen Mutter und im Alter von 10 oder 11 Jahren nach Deutschland gekommen, 97, und wusste da gar nicht, dass sie Jüdin ist. Erstmal herzlich willkommen, Emina. Schön, dass du da bist. Wir haben eben über Klischees geredet, Erwartungen. Erinnerst du dich, was dein erstes Bild von Deutschland war in Usbekistan noch? Ja, ich erinnere mich sehr genau. Ich weiß, damals durfte ich gar nicht erzählen, dass wir nach Deutschland gehen, weil meine Mutter Angst hatte, dass wir überfallen werden oder dass man uns was antut. Also es war tatsächlich eine Angst. Und ich weiß noch, damals habe ich meiner besten Freundin erzählt, dass wir nach Deutschland gehen. Und ihr Kommentar dazu war: Hast du keine Angst, dass du einen Chip eingepflanzt bekommst? Ich so, was? Was für ein Chip? Und ich meinte, naja, deutschen Kindern werden Chips eingepflanzt, sozusagen hinten, damit sie immer pünktlich sind. Und ich weiß, damals bin ich nach Deutschland gekommen, erster Schultag im Röckchen, also bei uns ist Tradition, im Rock zu gehen als Mädchen mit Blumen. Und komme ich in der Schule an und alle Mädchen tragen Hosen. Und da hatte ich tatsächlich diese Befürchtung, oh mein Gott, ich bin anders, ich bekomme gleich einen Chip eingepflanzt. Ja, das war meine größte Befürchtung. Ist bis heute nicht passiert, oder doch? Naja, leider nicht. Deswegen bin ich auch so unpünktlich. Genau. Dann bist du aber in Deutschland nicht gleich nach Berlin, sondern dann ausgerechnet, kaum hast du dein Judentum entdeckt, nach Rostock-Dirkow gekommen, das Nazi-Ghetto von Rostock. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen in Deutschland. Wie war es unter den Nazis? Also, es war spannend. Im ersten Moment war das schwierig. Also ich hatte mit Klischees zu kämpfen. Erstmal musste ich meine eigene Religion kennenlernen. Ich bin muslimisch aufgewachsen mit meinem Vater. Usbekistan war damals noch UdSSR und wenn man beruflich was erreichen wollte, hat man nicht erzählt, dass man Jude ist. Das heißt, ich habe wirklich erst in Deutschland kennengelernt, dass ich Jüdin bin. Was es bedeutet, bin auch zu der jüdischen Gemeinde gegangen, habe dort Sonntagsschule besucht, habe die Bräuche kennengelernt. Die Geschichte war sehr spannend, war sehr hilfreich, finde ich auch gut. Ja, Nazi-Ghetto. Also ich muss sagen, ich kam immer ziemlich gut zurecht. Das ist, es gibt eine spannende Geschichte. Ich wurde auch gehänselt, als Alibaba, genau, als Alibaba bezeichnet und nachgerufen. Ich habe immer ganz cool darauf reagiert, so, hey, hast du auch mal ein Buch gelesen? Und dann dachten sich die Jungs so, die ist gar nicht so schlecht, die können wir mal in unser Kreis aufnehmen. Also das war damals in der Bibliothek, das eigentlich mehr so ein Jugendclub war. Und dann durfte ich mich dazusetzen, bis eines Tages, den Namen nennen wir jetzt nicht, der Anführer der Truppe zu mir kam und meinte so, ey, Emina, stimmt es, dass du auf das Gymnasium gehst? Ich so, ja, stimmt. Ja, dass du Ausländerin bist, geht ja noch. Aber Gymnasium geht gar nicht. Komm mal bitte nicht mehr zu uns. Also ich hatte es doppelt schwer, dreifach schwer. Seitdem war es so ein bisschen abgeschrieben, aber ich hatte ja immer noch meine Freunde in der Schule und auch immer mehr russische Leute, die dazugezogen sind und aus der jüdischen Gemeinde. Insofern war das ein guter Ausgleich. Inzwischen lebst und arbeitest du in Berlin, schreibst Blogs für Carta, die Aufsehen erregen, im Bundestag getwittert werden und aufgrund dessen Ausschlussverfahren in der SPD angeregt werden. Es ging um Thilo Sarrazin, in Amsterdam hast du den getroffen. Du schreibst, du machst Filme, wo es auch sehr viel um einen Ausgleich geht zwischen Muslimen und Juden. Und das muss man sagen, rein religiös gesehen ist es hochspannend. Du bist reine Muslimin, weil dein Vater Moslem ist und reine Jüdin, weil deine Mutter Jüdin ist. Also eigentlich ist das richtig, Alexander, ein religiöser Präzedenzfall ist Emina eigentlich, ne? Ich bin ein Hippie-Kind. Oder gibt's das häufiger? Wie häufig? Es gibt alles. Also, das zeigt ja auch letztlich, das sind auch Fragen, die kann man ja nicht irgendwie sagen, du bist halt so und so, sondern in so einer Situation ist zu sagen, okay, wie gehe ich eigentlich damit um, dass ich diese beiden Hintergründe habe und letztlich aber wahrscheinlich auch eine Entscheidung. Also ich kann mir vorstellen, dass du dich ja auch irgendwann mal entscheiden musstest. Oder hast du dich gar nicht entschieden und gesagt, nö, ich bin mal so, wisst es? Also ich habe mich entschieden, ich bin Jüdin, so fühle ich mich. Ich habe eine arabische Familie, muslimische Familie, dazu bekenne ich mich auch. Es ist auch immer schön, diese Kultur mit im Blut zu haben. Das ist ein unglaublicher Schatz, den ich natürlich von Natur aus mitbekommen habe, den ich auch gerne weiterführen möchte. Leider hat man ja in der Presse mitbekommen, die traurigen Nachrichten, die in den letzten Monaten immer öfter vorkommen, Schlägereien zwischen Jugendlichen, zwischen
arabischen Jugendlichen, jüdischen Staatsbürgern, whatever, da läuft einiges schief. Und da hoffe ich in Zukunft vielleicht irgendwie vermitteln zu können, mit Jugendlichen arbeiten zu können. Das wäre mein größtes Ziel, meine Motivation. Genau, Mensch ist Mensch heißt einer der Filme, die du schon gemacht hast. Es ist ja auch immer erstaunlich, das Arabische Neukölln kenne ich auch ganz gut, das Jüdische lerne ich so langsam kennen, wie viel Gemeinsamkeiten es eigentlich gibt, wenn was das Leben angeht, was die Kultur, das Essen, das ist ja eigentlich alles gleich, das Jüdische und das Arabische oder sehr ähnlich. Du hast auch gesagt, Alexander, wenn deine israelischen Freunde kommen nach Neukölln, dann muss ich nicht rausgehen, das kenne ich schon aus Israel. Ne? Sind ja Brüderreligion. Ja. Genau. Wie nimmst du jüdisches Leben in Berlin wahr? Ist das ein Thema oder ist das mehr was Privates, wo du sagst, ich bin für mich Jüdin und jüdisches Leben spielt sich in meinem Kopf, in meinem Herzen ab und im Alltagsleben bin ich vor allen Dingen Redakteurin, Bloggerin, Schauspielerin, Autorin? Also ich muss ehrlich gestehen, das jüdische Leben habe ich in Rostock, wo ich aufgewachsen bin, sehr intensiv wahrgenommen, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde es mir zu belastend. Also die Geschichte, die einen dann immer mitverfolgt und immer einem auferlegt wird. So die Opferrolle und erinnere dich und in Deutschland und die Vorgeschichte. Irgendwann habe ich mich einfach davon distanziert. Es ist die Geschichte, es ist nicht nur meine Geschichte, es ist Geschichte aller, sowohl israelische, sowohl jüdischer Bürger als auch deutscher Bürger. Aber ich finde, ich bin jetzt ein Teil von Deutschland und es ist so Zeit für die nächste Generation, so ein Befreiungsschlag. Deswegen habe ich mich ein bisschen davon distanziert. Und in Berlin ist es tatsächlich so, dass ich auf Leute treffe, die diese Generation mit mir teilen. Also sie wollen was Neues, die wollen Hoffnung. Natürlich, die Geschichte bleibt immer erhalten, aber man möchte sich nicht mehr so dran aufhängen und so in diese Opferrolle verfallen. Also wir wollen endlich was Neues schaffen. Neue Generation. Hier wird fleißig genickt mit dem Kopf und Alexander verlangt das Mikrofon. Bekommst du? Ach ja, ich will nicht deinen Job übernehmen, aber... Nein, aber zu spät. Möchtest du schon? Frag mich, ich bin da. Nein, es ist mehr so eine... Also was ich in Deutschland immer wieder erlebe, ist, dass wenn du mit Leuten sprichst und sie über das Judentum auch ansprichst, viele haben das so das Gefühl, ja, ich habe total viel davon gehört und wir hatten in der Schule dreimal schon den Holocaust und ich weiß schon alles. Und gleichzeitig aber ist das Wissen, wenn du eben jemanden fragst, also es kann passieren, dass man als Jude in Deutschland, in Berlin vielleicht weniger, vielleicht das erste Mal ist, dass jemand Jüdisches trifft, dann vielleicht sehr verunsichert ist, vielleicht auch nicht. Das heißt, wir haben, glaube ich, hier eine Situation, wo einerseits Menschen das Gefühl haben, Judentum ist sehr präsent, gleichzeitig das aber oft sehr reduziert wird auf den Holocaust, gleichzeitig aber reales jüdisches Leben hier sehr nicht sichtbar ist. Das liegt natürlich einerseits daran, dass es halt eine sehr kleine Minderheit ist, dass diese wiederum sehr divers ist. Aber ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man auch Wege findet, da ist sicher auch zum Beispiel in der Schule, halt diese ganze Breite des jüdischen Lebens, ohne natürlich die Geschichte, auch die dunklen Seiten zu sehen, die nicht zu negieren. Aber du hast es wunderbar gesagt, jüdisches Leben in Berlin gibt es eigentlich, solange es Berlin gibt. Genau, und da ist ja die Frage, wo wollen wir hin? Vielleicht auch nochmal die Frage an alle, bevor wir dann zu Maxim Warschawski zurückgeben zum zweiten Song. Wo soll es hingehen? Weil wahrgenommen wird von vielen jüdisches Leben dadurch, dass es beschützt wird. Ja? Also videoüberwacht, dass Leute davor stehen und es beschützen. Und ich weiß auch von vielen jüdischen Freunden, sagen, ich schicke meine Kinder da nicht hin, weil du immer unter Beobachtung stehst, eigentlich permanent und es immer wieder ausgegrenzt wird, aus den Gründen, die wir alle kennen, nicht weil die Juden das wollen, sondern weil es immer noch gefährlich ist. Du hast es selber gesagt, Alexander, das ist schlimm genug. Was muss sich ändern? Wir können die Frage nicht großartig jetzt lösen, befürchte ich, außer Reinhold Steiner, der immer alles löst, aber wo wollt ihr, dass es hingeht? Vielleicht nochmal Emina, Alexander. Ich kann ja nochmal ein Wort dazu sagen. Ich habe wirklich immer diese eine Seite gesehen, diese Security. Ich bin selber davon betroffen. Also ich habe einen Sohn und habe überlegt, ob ich ihn auf einen jüdischen Kindergarten schicke, weil die eine gute Ausbildung haben und das Essen sehr gut ist. Aber es ist merkwürdig, jeden Morgen das Kind in die Kita abzugeben, wissend, dass es von der Polizei beschützt werden muss. Und lustigerweise habe ich mich mit einem jungen Palästinenser getroffen und mich mit ihm ausgesprochen. Und zum ersten Mal habe ich die andere Seite gesehen. Also auf einmal hieß es, ja, wie kann es sein, dass die Moscheen nicht beschützt werden? Der hat mir eine Geschichte erzählt, es war Zuckerfest nach Ramadan, ein sehr wichtiges Fest für die Moslems. Und da hat irgendjemand ein Schwein vor die Moschee geworfen, ein Unding. Und in dem Moment merkst du, okay, das kommt auf der anderen Seite ganz anders rüber. Also insofern verstehe ich auch die Konflikte, die innerhalb der Gesellschaft entstehen.
ich glaube, es ist ein guter Ansatz, einfach einmal ein Gespräch zu führen, weil mir hat es geholfen, ich denke mal, diesen palästinensischen Jugendlichen auch meine Sicht zu sehen, wie es ist, ständig bewacht werden zu müssen, ständig diese Präsenz zu haben, du bist gerade in Gefahr. Also ich glaube, durch Kommunikation kann man wenigstens einen kleinen Schritt nach vorne gehen. Wunderbares Wort. Wir machen nicht Schluss, aber hier einen kurzen Schnitt. Danke, Emina. Weiter geht's hier auf unserem B-Mix-Sofa im Club der Polnischen Versager mit der Philosophin Carina Kraft und unserem Stammschwaben, unserem VIP-Schwaben, dem Nachlassverwalter, dem berühmtesten Nachlassverwalter des Amtsgerichtes Charlottenburg und Touristenführer durch Neukölln, Reinhold Steiner. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Los geht's mit Reinhold. Sie haben ja eben schon nicht mehr an sich halten können, als es um die Temperaturen in Berlin geht. Wollen Sie jetzt Neukölln untreu werden und nach Tel Aviv gehen, um dort auf Schwäbisch durch die Stadt zu führen? Herr Steine, das geht nicht. Also so schnell werfe ich natürlich die Flinte nicht ins Korn, aber wenn das natürlich so weitergeht, also ich könnte mir vorstellen, auch noch ein paar Worte Spanisch zu lernen. So ist es nicht. Das spricht man aber nicht in Israel. Da spricht man viele Sprachen, aber Spanisch ist nicht eine der Hauptsprachen. Israel ist ja vorhin schon ausgeschieden, also, da redet jetzt ja genauso viel. Also ich würde dann schon Richtung Spanien, da könnte man immer noch nach Spanien und mir kann ja auch bis nach Südamerika. Ja. Mache ich halt dann mehr so Trekking-Touren, könnte man dann vorstellen. Mir ist aber gerade eben noch ein Einfall gekommen bei der Musik. Ich habe mir gerade so gedacht, eigentlich wieder geniale Idee, also alle halten es schon, ich finde es ja genial, wenn alle Religionen Musik nur wären, wenn das nur Musik wäre, die ganzen Tonleitern verschiedene und da wären aber Gesetze drin, die eine hätte das Gesetz und die andere das. Und das wäre es irgendwie. Und dann das zusammen, also als Weltmusik. Es versteht wieder niemand. Ich sehe es gerade im Ausdruck, aber das wäre verrückt. Weil ich das nicht verstehe. Ich habe das schon verstanden, Dankeschön. Ich bin immer begeistert, dass Sie sich hier mehr zum Philosophen entwickeln. Als Stadtführer angefangen, letztes Mal schon zum Bürgermeister von Neukölln ausgerufen, von mir, jetzt zum Philosophen. Herr Steinle, was ist los? Ich schon merkt es. Liebeskummer. Nein, ich sitze auf dem falschen Platz. Ich sitze von dem von Dr. Konrad Übelhag. Und da ist eine Aura. Und das spüre ich jetzt schon. Also unser Stammpsychiater, den wir herzlich grüßen an dieser Stelle, der kann leider heute verhindert, aber wir haben, also Gruß an Konrad Übelhag, nächstes Mal ist er wieder dabei, aber Reinhold Steinle, muss man sagen, ein würdiger Ersatz für unseren Konrad. Gut, also zur Religion aus psychoanalytischer Sicht werde ich nicht sagen, das kann nächstes Mal Doktor. Aus schwäbischer Sicht? Aus schwäbischer Sicht ganz einfach, bei uns waren es die Pietisten, schaffen, arbeiten kann Spaß haben, also das ist sehr reduziert, also das ist auch sehr übersichtlich, diese Religion. Ja. Das ist ganz zum Künstler-Dasein, Dorit, oder? So, nur schaffen, da trinkst du das Bier. Okay, das ist auch eine Antwort. Mit dem Pünktlichkeitsgehen, das haben die Schweizer und die Schwaben. Wir haben das leider implantiert gekriegt. Ich bin eine Stunde vorher da. Der Moderator, naja, gut. Ja. Wie bitte? Sie sind später. Ja. Ja. Ich lobe sie immer nur und sie bashen mich. Bashen ist Englisch, das heißt, ja, es ist auf Schwäbisch, ja, hauen auf meinen, hauen drauf. Nee, das wollte ich auch nicht, es ist immer noch in der Zeit, aber ich bin immer vor der Zeit schon da. Ja. Ich komme immer zu spät, das stimmt. Also ich brauche immer zu lange für Moderation und kriege dann immer eins auf den Deckel, aber das bin ich gewohnt. Ja, das ist als Kölner, kriegt man gerne mal eins auf den Deckel. Reinhold Steinle, wir machen weiter mit Ihnen, ich gehe nur mal ganz kurz rüber zu Carina, um Sie nicht zu vergessen, Carina Kraft, unsere Philosophin, wie ich jetzt den Bogen kriege, inhaltlich weiß ich auch nicht. Überflüssig, die Logik ist bestechend, also was soll ich da noch sagen? Es gibt ja auch, Marschmusik, weißt du, da musste ich sofort dran denken, also das ist genauso bestechend wie deine Krawatte heute, das ist unglaublich. Kriege führen mit Marschmusik, auch wunderbar, können immer auch. Ja, genau. Oder Marshmallows. So immer, das ist was Amerikanisches, das sind so amerikanische Gummibärchen. Gibt's nicht in Neukölln. Okay, macht nichts. Ich hatte mir sowas Schönes als Hausgerät für dich, hatte ich mir echt eine Frage überlegt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich sie loswerden soll. Aber eigentlich ist es keine Frage, sondern ein Spruch, der mir auch bei der Vorbereitung zu dieser Sendung in den Sinn kam, aus einem Rap-Song, ich möchte einer von uns sein.
Eigentlich ist es ein Liebeslied, aber es kam ja bei dem jüdischen Leben, aber im arabischen ist es ähnlich, dieses Gefühl, ich würde so gerne einer von uns sein. Kannst du was damit anfangen? Ja, ich glaube schon. Also ein Kernpunkt war ja diese jüdische Identität, die hier immer wieder an verschiedenen Punkten geäußert wurde. Und dann kam nochmal der Begriff von euch beiden über das Medium, also dass ich eigentlich Botschafter bin und eigentlich nur Stellvertreter. Und die beiden Anknüpfungspunkte finde ich ganz interessant, weil eigentlich könnte man fast sagen, dass die jüdische Frage oder die Frage nach der jüdischen Identität ist eigentlich eine Stellvertreterfrage für die Frage nach der Sinnhaltigkeit oder Sinnhaftigkeit der Frage nach Identität überhaupt. Weil ich kann einen Schweizer Käse hinreichend beschreiben, aber wie beschreibe ich eine ganze Kultur hinreichend, die auch noch über mehr als 2500 Jahre Kriege führt, debattiert wird, von einem Trauma in das andere geht, ihren Höhepunkt findet und Wendepunkt und weitergeht. Also das könnte ich als Stellvertreterfrage nehmen, deklarieren und dann nach der Sinnhaltigkeit danach überhaupt fragen. Das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, die ganze immer wieder hochkommende Vergangenheitsbewältigung in Anführungsstrichen, Holocaust, Nazi-Vergangenheit, ist eigentlich gar nicht die eigentliche Frage, sondern die geht, wenn ich das richtig verstehe, viel weiter zurück. Ich würde sagen, dass das findet seinen Ausdruck darin und sicherlich auch in einer Präzision, die bezeichnend ist und die es anders, glaube ich, nicht wirklich gab. Also es ist einfach, darüber müssen wir nicht reden, was der Holocaust war. Das wäre jetzt wieder das Wiederkauen immer des gleichen Themas. Das ist eben nicht. Es ist nicht nur das. Und die persönliche Identität, also dass jemand nach vorne kommt und sagt, hey, ich lebe hier in Berlin. Israel ist auch sehr hybrid. Das ist auch aus mehr als 100 verschiedenen kulturellen Einflüssen gewachsen. Und Berlin eben auch. Und in Berlin orientiert man sich neu. Man verneint ja nicht diese ganzen Prozesse oder kulturellen Einflüsse oder auch religiösen Einflüsse, die man hatte, was ja alles zusammenkommt. Aber man möchte gerne leben, also als eigenständige Person, eben einer von uns sein. So, und dieses einer von uns sein, wie formuliere ich das? Da scheinen ja die Begriffe auszugehen. Dann braucht das Kind ja scheinbar einen neuen Namen. Und wenn jetzt die Ausstellung gerade läuft. Im Jüdischen Museum, dieses, was wir immer schon über Juden wissen wollten, sehr, sehr, sehr viel Aufregung im Ausland sorgt, in Amerika sehr viel Empörung. Wie kann man nur, es werden Juden in einer Glasbox ausgestellt, um die geht es in Deutschland, ist eigentlich eher weniger Aufregung, genau. Ja, und da ist halt auch die Frage, okay, auf welcher Ebene stellen wir eigentlich diese Frage? Also ist das noch Humor oder ist das Ironie? Ist das eine Kapitulation? Ist das ein Indiz für Ohnmacht, dass wir anders nicht mehr darüber sprechen können, als nur noch irgendwie auf dieser Ebene? Könnte man fragen. Du hast gerade auch erwähnt Berlin und wir sehen es ja auch, viele Leute kommen nach Berlin, das hybride Leben, du hast es angesprochen, dass gerade für diese dieses polymorphe Hybride, dieses vielfältige, sich permanent neue finden von Berlin, dass das genau der richtige Ort ist, um Identitäten vielleicht nicht zu finden, aber sie vielleicht so anzuhäufen, immer mehr aufeinander packen zu können, so diese ewige Baustelle. Also es kommen ja die zweitgrößte Einwanderergruppe inzwischen nach Amerikanern, nach Berlin, das sind Israelis. Also es ist erstaunlich, die kommen alle hierher nach Berlin und sagen, hey, cool place to be. Ja, das Interessante ist ja auch, also das ist jetzt eine persönliche Meinung, ich finde, Berlin ist nicht Restdeutschland. Also ich, nicht, dass ich irgendwelche hinreichenden Kategorien für Restdeutschland bereits gefällt hätte. Ich weiß selber nicht, was Deutsch ist. Ja? Also das könnte, gestehe ich mir nicht zu sagen. Aber gerade das, ich glaube, hier in Berlin ist einfach der Raum zum Erleben. Also es ist gar nicht mehr so sehr notwendig, ständig alles über Begriffe zu definieren, alles nochmal zu analysieren. Wir haben doch verstanden, dass wir es eben rational nicht erfassen können. So. Aber jetzt habe ich hier die Möglichkeit, eine Identität zu leben, statt eine Identität zu beschreiben. Ich glaube, das ist ein Punkt, der interessant sein könnte und attraktiv für eben so viele Leute, gerade aus Israel, dann nach Berlin zu kommen. Einen wichtigen Punkt hast du noch erwähnt, dann gebe ich auch gleich an euch ab. Witz und Ironie. Der jüdische Witz ist grandios. Ich kenne ihn vor allen Dingen durch den Rabbiner Walter Rothschild oder Rabbi Rothschild, der immer, als es noch Radio Multikulti gab, ins Studio kam. Christian, ich habe einen neuen jüdischen Witz für dich. Kommt ein Rabbiner in ein Restaurant. So ging es immer los. Und ich habe mich scheckig gelacht. Die Serie wurde dann nicht ausgestrahlt, weil es hieß, oh Gott, jüdische Witze, da ist doch Krieg, das dürfen wir nicht. Das hat doch der Rabbiner erzählt mir, das was für ein Wahnsinn. Also das Fehlen von Witz
Kannst du als Philosophin mal ein klares Plädoyer für den Witz machen? Also ist das was vielleicht auch was sehr deutsch ist? Oh Gott, wir dürfen nicht lachen und schon gar nicht darüber, um Gottes Willen. Naja, das ist ja auch einfach ein Verkrampftsein, ne? Also nicht Witze machen können. Aber was heißt das, Witze machen können? Also es gibt eine humoristische Ebene. So, und wenn die klar rauskommt aus dem Bauch, dann wird die auch verstanden, unmittelbar. So, und wenn sie negativ gefärbt ist, dann schmeckt sie nicht. Dann kommt sie auch komisch rüber. Und dann reflektieren wir auf einer anderen Ebene dafür. Also Witze oder Humor, why not? Ich meine, nach so vielen Jahrzehnten und überhaupt sollten wir doch eigentlich in der Lage sein, auf einer anderen Ebene darüber auch wirklich miteinander zu verkehren, oder? Also Alexander Haskell wollte sich einmischen in unser Philosophen-Schwabengespräch. Ja, nein, ich finde dieses Thema hybride Leben auch wirklich wichtig, auch wenn viele denken, das ist der neue Werbespruch von Toyota. Aber die könnten uns sponsern, dann hätten wir wenigstens Low-Budget-Show. Okay. Aber wir dürfen es uns, glaube ich, natürlich auch nicht zu einfach machen. Ja. Ich weiß von vielen israelischen Freunden, die, ja, auch wenn sie in Israel sagen, ja, Judentum, ja, okay, kein Thema für mich, die kommen dann nach Deutschland und merken, nee, so einfach ist das nicht. Also diese Frage der Identität stellt sich mir hier schon, weil natürlich etwas anders ist. Und wir hatten hier in Deutschland natürlich eine sehr, sehr problematische und schmerzhafte Debatte zum Thema Beschneidung, wo man auch plötzlich gemerkt hat, dass für viele hier war das völlig unklar, was, wieso, was macht jetzt das, das verstehen wir nicht. Also auch wenn, glaube ich, dieser Mix und eben zu sagen, es gibt nicht einfach die Identität, es ist wichtig, das festzustellen, aber gleichzeitig ist es doch auch wichtig zu verstehen, dass natürlich es gibt gewisse Formen jüdischer Identität, die vielleicht so für einige auch gar nicht verständlich sind, die aber auch wichtig sind, zu sagen, doch, die ist da. Also du hast völlig recht, ich würde da auch gar nicht widersprechen. Also die Frage nach der Identität stellt sich, aber die stellt sich eben für jeden Einzelnen, je nachdem, in welchem Kontext er sich konfrontiert findet. Wenn ich als Deutscher irgendwie in die Türkei gehe, dann wird mein Status als Deutscher natürlich auch anders hinterfragt als hier in Deutschland. Nichtsdestotrotz, die jüdische Kultur oder überhaupt das Judentum generell ist natürlich auch wahnsinnig groß gewachsen, hat einen unglaublichen historischen und Symbolwert, hat Traditionsbildung, hat die religiöse Komponente, hat staatliche Komponente, hat so viel verschiedene Färbungen. Das ist natürlich viel, viel komplexer, als dass wir das jetzt hier in 3 Minuten abhandeln könnten. Reinhold Steinle, wir haben die Lösung versprochen für alle. Aber Musik haben Sie schon gesagt, Weltmusik. Das war schon die Lösung, aber mir fällt gerade noch was ein zur Identität, weil unser Schwäbische, das ist wirklich sehr, sehr eng. Die da muss man fast innerlich schon sprengen, um da rauszukommen. Und da hatte ich vor Jahrzehnten ein Erlebnis mit einem türkischen Freund. Ich saß zusammen mit dem, mit Freunden wieder von ihm. Es war, ich sage jetzt mal, die Stadt, also nicht diffamieren, es war ein Backnang. Da kommt es auch. Das ist bei Stuttgart. Das zeige ich mal. Bei Stuttgart, eine kleine Stadt, die zu weit wird. Ich bin wahnsinnig gebildet heute, oder? Das liegt total super geografisch, aber ja, wie bei Google Map, aber wirklich, aber fast so. Und jetzt kommt das Schöne. Und da kam ein Polizist her, das war nicht so schön, und da hat er von jedem die Aufenthaltsgenehmigung eine wahre Geschichte bekommen wollen und auch von mir. Und ich habe dann gesagt, jetzt brauche ich auch schon Schwab, Aufenthaltsgenehmigung. Und dann ist er rot geworden und hat sich entschuldigt. Bei den anderen aber nicht. Aber das war für mich so ein Glücksgefühl, für einen anderen gehalten zu werden. Ich habe gedacht, ich kann auch als anderen durchgehen. Ich muss nicht die ganze Zeit in meiner Identität bleiben. Das war so befreiend, kann ich gar nicht sagen. Und bei den Figuren denke ich da auch gerade, da habe ich auch eine Identität gedacht. Ich habe gedacht, ich habe auch so eine Glocke drumherum, so eine Plastikglocke, aber ich würde die gern ein bisschen noch erweitern in alle möglichen. Die muss gar nicht so rund sein, die Richtungen so. Also das Identität, dass die sich wunderbar gesagt, also auf dem Platz kann ich philosophisch fast folgen, intellektuell. Nee, ehrlich, also dass ich das fortschreiten kann, dass man nicht immer der Gleiche bleibt, dass man was dazulernt oder ein Verständnis kriegt oder dass man ein neues Vorurteil entwickelt oder was auch immer. Aber dass es einfach ein Fluss ist. Und wir wollen halt immer, wir haben sie halt, wir Schwaben, diese Identität, wir wollen es immer so festhalten, wie wir sind. Und es geht eben nicht. Ich sehe, Reinhold Steinle, Dorit Biala hat gerade schon ihren analytischen Künstlerinnenblick aufgesetzt und scannt sie gerade. Ich glaube, es gibt demnächst einen Berlinizer mehr. Der heißt dann Reinhold, der heißt dann, genau, der einfach Reinhold Steinle und seine vielfältigen Identitäten heißt. Danke, Reinhold Steinle, danke, Carina Kraft. Schön, dass ihr da seid. Ich, da darf auch applaudiert werden. Ich muss hier mal gerade raus.
Mit Identität geht's weiter. Ich komme mal zu dir, Asaf Leshem. Auch ein Mann, nicht mit vielen Identitäten, aber mit einem Job, der, wenn man seine Biografie kennt, kein Wunder mehr ist. Asaf Leshem arbeitet seit 4 oder 5 Jahren, jetzt in vier Jahren, in Berlin als City Guide, als Stadtführer und hat, bevor er nach Berlin kam, schon ein bewegtes Leben hinter sich. In Israel geboren und aufgewachsen, dann erstmal gegangen nach China. Nach Beijing, danach nach Beijing, Entschuldigung, nach Neuseeland, richtig, dann nach England, dann nach Äthiopien und dann nach Berlin. Genau. Oh mein Gott, herzlich willkommen im Club der polnischen Versager, Asaf. Wir reden auf Deutsch und wenn es nicht klappt, reden wir auf Englisch weiter. It's Berlin und genau, das ist die Berlin-Sprache, Dinglish. Okay, Asaf, du bist jetzt in Berlin, bleibst du hängen oder muss man wie bei Reinhold Steiner befürchten, dass du auch die Stadt demnächst wieder verlässt? Nee, ich bleibe hier, ich habe jetzt eine Waschmaschine und Möbel. Und, ja, ich bleibe hier. Du bist deutsch geworden. Genau. Hast du auch schon Gartenzwerg? Ja. Ich fühle mich gut, ich wohne in Wedding jetzt, also ich finde Neukölln ein bisschen chaotisch und also ich war schon, also Peking war wunderbar, aber auch also 20 Millionen Leute und Addis Abeba ist auch ein kleines Dorf mit 5 Millionen und ich finde Wedding jetzt ein bisschen, also ich möchte ein bisschen in Ruhe bleiben. Ja. Nach Addis Abeba und Beijing bist du jetzt in die Kleinstadt, in die Provinz namens Berlin gezogen und fühlst dich wohl hier. Du arbeitest als Stadtführer, machst auch Stadtführung für Israel, also nicht nur für Israelis, aber auch, wenn ich es richtig sehe, über das jüdische Berlin. Auf Hebräisch und Englisch. Auf Hebräisch und Englisch, ja. Wahrscheinlich 80% auf Hebräisch und dann ein bisschen manchmal für Australien-Leute oder Amerikaner. Gibt es da auch, Dorit hat diese schöne oder Grafik mitgebracht mit den ganzen Fragen, die immer gestellt werden, die sie auch zum Teil nerven, zum Teil versteht sie das. Kriegst du auch immer wieder die gleichen Fragen gestellt von Amerikanern und von Israelis? Oder? Ja, manchmal in Partys, in Hauspartys oder so. Aber dann, ich finde mich, also ich habe keinen Lohn von den Botschaft bekommen und ich sagte, okay, das ist ein bisschen langweilig, ich finde andere Konversationen. Ja, weil also, wenn man sagen, okay, du bist Israel oder du bist Jude, dann ich denke, ja, wir können nicht deine sehr richtige Freunde sein. Wenn du hast ein bisschen mehr interessant als mich, als Person, also wie Dorit schon gesagt, ja, dann okay, dann wir haben eine Chance hier. Wenn ich das richtig recherchiert habe, sind deine Großeltern oder Urgroßeltern haben auch schon in Berlin gelebt. Ist das richtig? In Schöneberg, glaube ich. Ja, mein Opa ist auch in Schöneberg aufgewachsen. Aufgewachsen und dann, er konnte fliehen, ist das richtig, 38? Ja, in oder? 38 als 24 Jahre alt, junger Mann, nach British Palestine. Und er war auch ein Israeli und hat 7 Sprachen gesprochen, also auch Arabisch und Hebräisch und Latein von Schule, von Grundschule in Berlin, ja, alles. Und ja, also ich kann nur 2 oder 3 Sprachen. Das ist nur, ja genau, das ist ein bisschen wenig. Ja, da besser musst du mehr, genau. Du kannst ja heute von Reinhold Steiner noch Schwäbisch lernen, dann kannst du 4 sprechen. Ja. Im Prenzlauer Berg wird das gesprochen. In der Jerusalem Post gibt es einen Artikel unter anderem über dich, wo eben genau diese Frage gestellt wird, also mehr oder weniger, sag mal, wie kannst du als Israeli denn ausgerechnet nach Berlin gehen, die Stadt, in der dein Großvater fliehen musste, Gott sei Dank überlebt hat. Ist das ein Thema für dich oder sagst du, lass mich in Ruhe damit, ich bin Asaf und habe mit dieser Vergangenheit nichts zu tun? Tja, das war nur also in 2006. Ich dachte, okay, ich brauche ein Land jetzt. Also nach einer Zeit in Äthiopien und England, als mein Bachelor war fertig. Und ich dachte, ja, ich brauche eine große Stadt und international wie Peking und große Straßen. Und nette Leute und also ich liebe, also ich finde die deutsche Sprache klingt gut von, also die, mein Opa. Das höre ich zum ersten Mal. Alle sagen immer, deutsche Sprache klingt total schrecklich, ja, und bei furchtbar mir, also militärisch. Ich finde die auch ganz schön. Aber also in unserer Familie, wir sind halb deutsch und halb lituanisch und also bei meinen Großeltern von Litauen, sie sprechen nur Jiddisch oder Hebräisch. Aber meine Großeltern und meine Mutter zusammen hat immer ein bisschen Deutsch, also diese Secret Language. Ne? Also und natürlich, mein Opa war ein bisschen Preußen, also mit dieser Preußen-Bildung. Und
waren, oh, du musst jetzt so und dann. Ach so, du hast so den Chip, von dem Emina sprach, den Preußen-Chip, ja, hast Chip, du sozusagen genau, von dem Großvater eingepflanzt genau so bekommen, ja? Und meine Mutter hat immer nur eine Antwort, also lass das Kind in Ruhe. Ja. Und das, diese, ja, und dann habe ich nach Berlin bekommen und ich weiß nur einen Satz zu sagen, also lass das Kind in Ruhe. Das war ein sehr schöner Satz. Zum Abschluss unserer B-Mix Talkshow zum Hauptstadtgefühl machen wir hier ein Battle zwischen den unseren beiden Stadtführern Asaf Leschem und Reinhold Steinle. Alexander und Carina werden zur Jury, da kann Dieter Bohlen einpacken, das sind die beiden Stifte. Ach so, du hast schon den grünen Stift ausgesucht, Reinhold, den grünen, genau. So, hier ist das Mikro, Asaf darf anfangen, sucht hier einen Punkt aus in Berlin, der dein Lieblingspunkt ist, der geheimste oder schönste, den man kennen sollte. Kamera, vielleicht mal eine Kamera von oben auch drauf, ach, ist schon da, Entschuldigung, wunderbar, Philippe, also das sieht großartig aus, super. Selber oder mit Touristen? Was du willst. Du bist, ja? du bist der Guide. Okay. Wir sind alles deine Schäfchen. Also mit Touristen, ich finde die Oberbaumbrücke immer so romantisch und und die Touristen finde ich das lieblingste Ort in der Stadt. Ja? Die Oberbaumbrücke. Und ja, und selber, ich finde die Flughafensee und Teglersee. Achso, ich dachte, du meinst die Großbaustelle, ja, Flughafen. Nein, so. Du meinst da, wo es einen Flughafen gibt. Ja, ja, es ist so wie ein Naturschutzgebiet in der Stadt, in Mittel der Stadt. Und ich finde es einfach wunderbar. Es ist, ja. Da gehst du am liebsten hin. Reinhold. Ja. Also jetzt verrate ich dem Millionenpublikum den geheimen Ort in Berlin, wo ich manchmal bin, wo ich meine Ruhe haben will. Aber ich bin jetzt so verrückt und zeige das tatsächlich. Der liegt nicht in Neukölln, der liegt in Tempelhof, ist total versteckt. Das Ganze heißt Marienhöhe und dort gibt es eine Berggaststätte und nach dem Zweiten Weltkrieg haben die dort ganz seltene Bäume angepflanzt. Und in diesem Garten, wenn man dort eine halbe Stunde sitzt, braucht man nicht mehr so viel Tabletten. Also, weil da wird man fast gesund in dem Garten. Das heißt Marienhöhe. Darfst du aber nicht die Pharmazeutika hören lassen. Nein. Und ich kriege auch keine Prozente jetzt von der Gaststätte. Gut, also gut, das okay. Ist absolut ein Geheimtipp hier. Toll. Und dann habe ich weißt noch du, was. Weißt du, wie die Bäume heißen? Nee. Hm. Also Steinlebäume heißen die. Nein, verschiedene. Nee, Steinle hat es auch dort. Ich habe mich ganz stark in letzter Zeit beschäftigt mit einer Nackttänzerin 20er Jahre, Anita Berber. Und die hat gewohnt in einer Frauen-WG mit ihrer Mutter, mit Tanten etc. in Wilmersdorf. Und zwar hier ungefähr, in der Zähringer Straße. Und jetzt kommt der schöne Neukölln-Bezug. Begraben ist sie hier auf dem St. Thomas-Friedhof, der ist leider aufgelöst. Nackt begraben oder angezogen? Nackt. Ein bisschen Hemdle, ein Leichehemd hat sie sicher angehabt, die ist dort begraben. Und die war damals so berühmt wie Marlene Dietrich, Anita Berber. Wahnsinn, mit 28 ist die gestorben. Mensch, der Steinle. Ja. Immer wieder beeindruckend, ne? Asaf? Na, die Anita Berber. Ja, das ist auch noch ein. Ja, ich habe auch einen Lieblingsfriedhof. Ja, dein Lieblings, jetzt geht's los. Ich krieg totalen Ärger, was soll's. Ja. Ich krieg den Kopf abgerissen und kann mich gleich dazulegen hier, auf den Friedhof, weil wir völlig in der Zeit drüber sind. Aber mach, ist ja nur der Moderator, der stirbt nach der Sendung, wenn wir das nicht zusammengeschnitten kriegen. Ich suche meinen Friedhof beschnitten, auch. Du hast gerade gesagt, beschnitten. Ja, ich werde beschnitten. Ja, ist doch jüdisches Berlin hier, die Sendung. Oh ja, meiner ist hier. So, ihr sucht noch eure Friedhöfe, ich mache schon mal die Abmoderation, wenn ihr die Friedhöfe sagt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen meinen Gästen. Sucht weiter Friedhöfe, wir nehmen das ins Making-of mit rein. Macht weiter. So, ich bedanke mich ganz herzlich bei Alexander Haskal, Emina Benalia, Carina Kraft, Maxim Warschawski, Dorit Biala, Asaf Leschem und Reinhold Steinle und dem gesamten B-Mix-Team. Danke, dass ihr da wart. Maxim habe ich gerade schon vorgestellt. Anna Schatkowski, unsere Redakteurin, Maxim Warschawski und alle, die zuschauen werden. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Und was sagt man? Tschüss, Shalom oder Lachaim oder gar nicht? Auf das Leben. Auf das Leben. Dankeschön, Asaf. Ja. Bis dann.